Liebe Freunde, willkommen zurück. So, wir müssen hier zu Gwad kommen. Oder zumindest müssen wir Yamandi Aldori irgendwie treffen. Ich kann euch mal die Quest zeigen, die wir jetzt gerade machen. Stunde des Zorns. Revoy braucht unsere Hilfe. Horden von Barbaren nähern sich den Mauern von Restorf. Schwertfürstin Yamandi Aldori, der unser Baron die Existenz dieser Baronie und seinen Titel verdankt, hat uns um Unterstützung gebeten. Wird die Armee des Barons rechtzeitig eintreffen oder kommt sie zu spät? Wie wird diese Schlacht ändern? Mit Yamandi Aldori treffen. Yamandi Aldori, die Kommandeurin der Armee aus Brevoy, erwartet Verstärkung. Wir dürfen keine Zeit verlieren, zur Zeit sie über unsere Ankunft zu informieren. Ja, und vorher haben wir halt das Ziel gehabt, überhaupt erstmal hier aufzuschlagen. Die Sache mit Amiri ist leider schief gegangen. Sie hat gegen Amak gar keine Chance gehabt. Und ja gut, wir machen jetzt einfach weiter. Schauen wir, dass wir Yamandi Aldori treffen. Finden. Ich habe schon mal im Vorfeld dieser Folge unsere Gruppe durchgebufft. Und ja, dann geht's hier weiter. Und da sind schon Brevoy-Soldaten, alles klar. Ist irgendwo Yamandi Aldori. Da ist auf jeden Fall auch schon mal ein Offizier. Da ist Yamandi Aldori, jawohl. Und Gassil ist auch da. Sehr gut. Eine Halbelfin in Rüstung schiebt das Fernrohr zusammen, mit dem sie das Schlachtfeld beobachtet hat, und schüttelt dir kräftig die Hand. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Die Schlacht wird gleich beginnen und ich werde nicht lügen. Ohne eure Verstärkung hätten wir einen enorm schweren Stand. Über die Wahl zwischen zwei wichtigen Aufgaben gestellt, der Verfolgung Tristians und der Abwehr einer Barbareninvasion in Brevoy, hast du beschlossen, Amiri zu folgen und deinen brevanischen Verbündeten zu helfen. Gassil grüßt dich mit seinem Schwert. Ich bin froh, euch wiederzusehen. Nun werden wir ganz bestimmt siegen. Von dem Treffen mit den Barbaren berichten. Wir haben die Chance, unsere Verluste zu begrenzen. Der Mann, die hört aufmerksam zu, runzelt die Stirn und reibt ihr Kinn. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Wer sind diese Schwestern? Warum haben die Tigerherren uns überhaupt angegriffen? Das klingt weniger nach einem konventionellen Krieg, als nach einer verdammten Hekatombe. Als wäre der wahre Grund dieser Schlacht die Opferung möglichst vieler Personen auf beiden Seiten. Im Namen einer grausamen Gottheit. Ich bin in diesem Falle froh darüber, dass ihr in erster Linie ein Abenteurer seid und erst in zweiter ein Herrscher. Vielleicht gelingt es uns, mit euren Informationen ein Massaker zu verhindern. Wie ist die Lage? Es könnte nicht schlimmer sein. Nein, das stimmt nicht. Es kann immer noch schlimmer werden. Aber die Barbaren sind in der Überzahl und haben Riesen an ihrer Seite. Sie haben ihre Truppen in mehreren Gruppen aufgeteilt, sodass auch unsere Verteidigung entsprechend verteilt postiert ist. Ich weiß wirklich nicht, wie viele meiner Leute die morgige Dämmerung erleben werden. Ist das eure Armee? Sie besteht aus vielen Truppen. Meine Kämpfer, Soldaten anderer Schwertfürsten, Milizen aus Restorf, Söldner. Restorf ist zwar eine freie Stadt, hat sich für ihren Schutz aber immer auf uns Aldori verlassen. Wie konnten die Barbaren Riesen für ihre Armee rekrutieren? Soweit ich weiß, adoptieren Numerianer junge Riesen und ziehen sie als Kämpfer groß. Diese Riesen sind normalerweise recht stark, aber schlecht organisiert. Auch unter der Führung eines fähigen Kommandeurs wären sie dreimal so gefährlich. Wie gehen wir jetzt vor? Vorsichtig. Ich ziehe meine Truppen zu den euren und rücke langsam auf den Feind vor. Als eure Kontakte die Wahrheit gesagt haben, müsste er sich zurückziehen. Ihr selbst solltet zu ihrem Hauptlager zurückkehren. Wenn alles verlaufen ist wie geplant, müsstet ihr dort Amaks Leiche finden. Oha.
Ah, das wird aber schwierig hier mit Amag. Falls nicht, müsst ihr euch auf euren Abenteuerinstinkt verlassen und improvisieren. Verstehe, ich rücke sofort aus. Möge Abada euch leiten. Gebt euer Bestes, ich würde euch wirklich gerne wiedersehen. In dieser Welt, meine ich. Und es kommt zur ersten Schlacht. Jetzt haben wir ja Barbaren, Stufe 10. Stufe 8, Wilder Wolf, Stufe 2. Und wir werden umzingelt. Ah, okay. Ah, da hinten ist noch eine Gruppe. Bogenschützen. Jawohl, sehr gut. Wir haben nämlich Schutz vor Pfeilen aktiviert. Pro Zauberstufe 10 Schaden. Also 110 Schaden gegen Pfeile können verhindert werden. Also wir greifen an. Ja, ist okay. Ganz ruhig, Kollege. Wow, der hat Gelegenheitsangriffe gefressen, oder? Weil er durchgerannt ist? Jo. Und nicht zu wenig. Ja, okay. Den haben wir. Wow, hinterhältige Angriffe. Knock, knock. Boah. Der haut richtig rein hier. Sehr schön. Da hinten ist nur einer. Das war's. Ich würde sagen, wir sind gut vorbereitet. Also zumindest, was diese Schlacht anging, das verlief ja wunderbar. So. Fellrüstung plus 1. Wie viel ist sie wert? 291 Gold, okay. Da müssen wir nachher darauf achten, wenn wir das Gebiet verlassen. Dass wir möglichst leicht beladen sind oder höchstens mittel. Haben wir jetzt hier eigentlich... Moment, muss mir das nochmal anschauen. In das Lager der Barbaren eindringen. Ja gut, wir gehen mal hier weiter. Warum liegt jemand? Nee, ist egal. Dann gehen wir hier weiter. So, was haben wir hier? Goldpulver dreimal. Eine Karte aus Abistan für den Geschichtenerzähler. Und noch etwas Gold. Da kommen wir hier nicht weiter. Doch. Stopp. I'll go ahead. Da sind mindestens zwei Manticore. Nein, das hat sich, glaube ich, unsichtbar gemacht, oder? To victory. Jo, hat er. Magische Bestien. Stufe 6, Stufe 12. Nochmal Stufe 12. Und da unten... Weiß ich noch nicht. Okay. Ja, dann, wir haben Verschwimmen. Gegen Verschwimmen könnten wir Glitzerstaub einsetzen. Glaube ich. Das müsste hier gegen wirken. Wir schauen erstmal, wie wir ohne Zeug kommen.
Okay, die gehen so auf Valerie, sehr gut. Ja. Und greift mal alle hier an. So, okay. Jetzt wird's spannender. Und Lindsay wirft an Elite des Mutes. Harim. Was machen wir mit Harim? Er könnte auch in den Nahkampf gehen. Außer wir wollen, dass er was zaubert. Ich würde sagen, nein. Harim, du gehst in den Nahkampf. Einmal hier. Und Jubilost Bomben werfen. Ja. Und zwar die Sprengbomben. Schön AOE-Schaden machen. Und einmal Auge des Bombenwerfers anwerfen. Auf dich selbst natürlich. Ja, Linz wirft das Lied an. Okay. Treffen unsere Leute. Okay, da haben wir die Fehlschlagchance, 50%. Also da würde wirklich jetzt der Glitzerstaub würde hier funktionieren wahrscheinlich. Aber der hat nur eine sehr geringe, geringen Radius. Obwohl, schau euch das an, wenn wir den hier reinwerfen. Machen wir, machen wir. So. So, einmal da rein. B-Schlag-Tarnung immer noch. Ja, okay. Oh, Knock-Knock fast down. Achim, sehr stark, eine sehr starke Heilung für Knock-Knock. Heulende Todesfeen. Nee, nichts mit Massenheilung. Hier, schwere Wunden heilen. Okay. Das ging plötzlich ganz schnell. So. Ja, ist halt kein Tristian. Tristian hat immer noch zusätzliche Buffs bekommen. Auf Heilen. Okay, schnappen wir uns das auch noch. Dann geht's hier weiter. Ja, also das mit dem Glitzerstaub hat nicht gewirkt. Da waren ja immer noch ganz viel, ganz viele Fehltreffer. Zahlung, Fehlschlagchance, minus 20% her. Unsichtbare Dinge werden sichtbar gemacht. Bitte? Moment. Eine Wolke aus goldenen Partikeln hüllt den Zielbereich ein. Während Kreaturen im Wirkungsbereich für die Dauer des Zaubers erblinden, werden unsichtbare Dinge sichtbar gemacht. Okay, da müssen wir nochmal genauer aufpassen. Also,
Ah, Willenswurf hebt den Effekt auf von der Blindheit. Ja, okay. Also nicht auf die eigenen Leute werfen. Okay. Orkische Doppelaxt. Einmal sortieren. Grausamkeit. 9000 Gold wert. Diese Waffe ist eine zornige plus 3 Doppelaxt. Verfügt der Träger über das Klassenattribut Barbarenzorn, kann er dieses täglich 4 weitere Runden lang einsetzen. Zornige Waffen dienen als Fokus für die Wut des Trägers. Wenn sich der Träger in einem Kampfrausch befindet oder unter einem entsprechenden Zauber steht, ist der Verbesserungsbonus der Waffe plus 2 besser als normal. Oh, nicht schlecht. Aber nichts jetzt für unsere Leute. Ja. Umgangsgruppe exotisch. So, da haben wir Schutz vor Gutem. X haben wir, die nichts wert sind. Person vergrößern. Bisschen Gold. Ah, ist auch noch jemand. Weihrauch, Goldringe. Eine verzierte Scheide und etwas Gold. Ah, okay. Ich glaube, hier hätten wir für unsere Quest gar nicht hingemusst. Okay. Ah, ist halt jetzt hier auf der Karte schlecht zu sehen. Aber da kommen wir jetzt halt nicht weiter. Gehen wir zurück. Oder? Kommen wir hier durch? Nein, kommen wir nicht. Ah, kommt, wir gehen hier unten auch noch lang. Alles erkunden. Nichts Cooles verpassen. Tread lightly. Okay, dann haben wir das. Okay, da gibt es auch noch einiges. Okay. So, was haben wir hier? Ganz viele Gegner auf einmal. Haben wir einen wilden Wolf, Stufe 2. Barbaren, Stufe 8. Stufe 10. Aber Brevol-Soldaten sind auch dabei. Okay. Ja, dann einfach angreifen. Auf geht's. Haha. 52. Hinterhältiger Angriff. Bauen wir die 52. Knock, knock. 52 Schaden. 36 durch Präzisionsschaden. Okay. Oh, nicht übertreiben. Auch wenn du noch 21 Bomben hast. Okay. Ich habe da gerade der eine Gelegenheitsangriff. Das ist ja Jubilos. Nicht Jubilos. Knock Knock Spezialfähigkeit. Der kann ja. Wenn er mit anderen zusammenkämpft, hat man extra geskillt gehabt. Das war.
Der Charakter kann einen Gelegenheitsangriff auf einen Gegner ausführen, der durch den Nahkampfangriff eines anderen Charakters im Nahkampf gerade Schaden erlitten hat. Dieser Angriff zählt in der jeweiligen Runde als Gelegenheitsangriff und kann nur einmal pro Runde eingesetzt werden. Jo. So. Oha. Ganz viel Lutsch. Ah, die größeren Heiltränke, die können auf jeden Fall interessant werden. Wie viele Heiltränke haben wir eigentlich? Haben wir nach Typ sortieren? Also schwere Wunden heilen als Tank haben wir 11 mal. 42 mal mittelschwer und dann 7 leichte Wunden heilen. Oha, die nächste Schlacht. Das ist das Neulenbär. Das ist ein normaler Bär. Okay. Angriff. Wir können ruhig mal hier direkt auf die Bogenschützen gehen. Dann auf den Bären hier. Ah, da hat er was abbekommen. Oha, da ist ein stärkerer Barbar dazwischen. Den habe ich gar nicht so wahrgenommen. Stufe 12 und der fokussiert Yharim. Oha, Leute. Wollen wir denn das defensive Kämpfen hier eigentlich? Da wären wir doch schon mal beim Thema. Heiltränke. Du bist eigentlich der Einzige, der Schaden hat. Dann zauber lieber was anderes. Massenleichte Wunden, ne, das brauchen wir nicht. Bitte schwere Wunden heilen. Magritium Turinois. Ja gut, einmal positive Energie fokussieren. Mein plus 21. Und dann mal so einen kleinen Heiltrank hier verwenden. Noch ein. Noch ein. Okay. Ja, die ersten Gegner fielen so leicht und dann war da auf einmal doch ein stärkerer noch dabei. Bei plus 1, 600 Gold. Und da ist eine Fellrüstung plus 1. Langschwert plus 1. Resistenzumhang plus 1.
Ein Gürtel. Gürtel der Riesenstärke. Ah, Stärke plus 2. Und Schutzring plus 1. Oha, da ist noch viel mehr. Kampfschar plus 1. Ein Heiltrank. Mächtige Fäuste plus 1. Resistenz plus 1. Naja gut, also wir haben halt deutlich bessere Ausrüstung. Als das, was wir jetzt hier aufheben. Das wird dann alles verkauft. Wow. Wir verzögern. Große Konstitution plus 2. Krass. Na gut. Okay. Und da sind wieder Brevol-Soldaten. Schauen, ob es dann direkt zum nächsten Kampf kommt. Jawohl. Jetzt haben wir auch einen Riesen dabei. Barbarischer Hügelriese, Stufe 12. Da ist ein 12er Barbar. Da müssen wir aufpassen. Und wir nehmen Harry mal als Fernkämpfer und Heiler und Buffer. Dass er nicht jetzt direkt in den Nahkampf stürmt. So, los geht's. Wir können Jubilos, der hat noch 21 Bomben. Ja. Stufe 10 Druide. Da hinten sind auch noch Barbaren. Stufe 12. Stufe 10. Smilodon. Hm. Okay, Jubilost. Auge des Bombenwerfers, und da kannst du Gas geben. Mit Brandbomben. Mit Sprengbomben, so. Und der Rest greift hier vorne an. Knock-knock used to lighting enemies on fire first. Valerie, ruhig mal ein bisschen weiter rein. Ah, Valerie kassiert ein bisschen. Ruhig nochmal die zusätzliche Verteidigungshaltung aktivieren. Einmal nach vorne. Und einmal alle heilen. Jubilost. Einmal die Bogenschützen. Aber geh erstmal hier auf den Riesen. Da waren 220 heil durch Harim. Schneebälle ist wahrscheinlich jetzt einer von Brevol. Also wir haben, glaube ich, keine Schneebälle und Valerie tankt immer noch hier die Bogenschützen, zumindest teilweise. Okay, einmal die Verteidigungshaltung verlassen und dann mit angreifen. Der Jubilos keine Bomben mehr. Und ich hatte die Elite des Mutes vergessen. Eieiei. Wieder ganz viel Loot hier. Ja, ich sammle es jetzt einfach ein. Also, wenn was Besonderes dabei ist, dann schreiche auf. Oha, da oben ist auch noch ganz viel.
Riesenstärke plus 2. Nochmal plus 2 Riesenstärke. Okay. So. Levelaufstieg. Okay, das ist natürlich krass. Ja, Leute, dann bereite ich für die nächste Folge einen Levelaufstieg vor. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Bye, bye.